Netzwerktreffen treffen sich die Akteure im Arbeitskreis Schule Wirtschaft aus den 5 Bundesländern Ostdeutschlands. Und Ziel und Zweck dieses Treffens hier ist, dass wir uns austauschen, berichten davon, welche Herausforderungen sind besonders in diesen Bundesländern zu meistern und wo stehen wir mit unserer Netzwerkarbeit in den Arbeitskreisen Schule Wirtschaft. Und natürlich auch neben dem Austausch geht es darum zu sagen, was sind unsere Ziele und woran müssen wir arbeiten und was wünschen wir uns für die nächste unmittelbare Zukunft. Bisher fand ich die Veranstaltung informativ, interessant. Besonders finde ich gut, dass man unterschiedlich von unterschiedlichen Ländern sieht, was da gearbeitet wird. Jeder hat ja ganz gute Programme und da muss man schauen, was man übernehmen kann. Also bisher fand ich diese Veranstaltung sehr interessant. Das, was mich persönlich interessiert hat, war Stärken fördern. Die vielen guten Beispiele werde ich natürlich einige mitnehmen und versuchen auch bei uns in der Region umzusetzen. Die Generation Z, so wird sie ja genannt, die unter 21-Jährigen, sind ja anders jugendlich. Sie leben heute in einer digitalen Welt mit neuen Möglichkeiten, mit neuen Herausforderungen. Die Arbeitswelt, die andere Seite, hat sich auch radikal verändert. Sie ist dynamischer geworden, sie ist flexibler geworden. In der Summe platzen zwei ganz neue Systeme aufeinander mit vielen Herausforderungen, aber auch mit vielen Chancen und Möglichkeiten. Damit dieses gut funktioniert, ist die Arbeit in den Arbeitskreisen Schule Wirtschaft besonders wichtig. Insofern freue ich mich schon heute nach diesem gelungenen Erfahrungsaustausch auf den kommenden Austausch im nächsten Jahr, denn die Arbeit, die hier geleistet wird, ist von hoher Qualität und wert, dass wir sie auswerten, systematisieren, fortsetzen und somit den Jugendlichen dienen beim Übergang in die Ausbildung und in die Berufswelt.